Hallo, liebe Wir probieren Fans. Ein kurzes Update. Der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Ich und der Alex, wir planen diesen Sommer eine Art Cola-WM, in der wir die beste Cola küren wollen. Und im Rahmen dieser Cola-WM habe ich natürlich oder bin ich natürlich dazu verpflichtet, mehr oder weniger so viele Colas wie möglich auszuprobieren. Zum jetzigen Zeitpunkt dieses Videos bin ich bei 75 verschiedenen Colas, die ich bereits probiert habe. Und hier sind einige weitere Colas aus England. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein Unboxing speziell, und zwar diesmal ein komplettes Unboxing, nicht wie bei den sonstigen Videos. Kurz vorneweg, falls ihr denkt, irgendwie hört er sich erkältet an, das liegt daran, dass ich auch erkältet bin. Ist aber nichts Tragisches. Und dann fange ich einfach mal an. Also wer noch nichts von der Cola WM mitgekriegt haben sollte, wir haben uns vorgenommen, die beste Cola zu küren, ganz normal im K.O.-System, wie das eben bei einer WM so üblich ist. Und zu den Spielregeln, wir haben gesagt, okay, die Colas müssen noch erhältlich sein, also das darf keine Cola sein, die es nicht mehr gibt. Dann muss es eine reguläre Cola sein, also es darf nicht jetzt irgendwie Fritz Cola Kaffeebrause sein oder Cherry Coke oder sowas, es muss ganz normal als Cola bezeichnet sein, ja. Und es darf auch keine Energy Cola oder sowas sein, sondern es muss eine reguläre Cola sein. Also es muss regulär Cola draufstehen. Das ist schon mal ganz wichtig. So. Dieses Paket ist von cybercandy.co.uk. Ich hatte den kurz schon mal in einem Video zu den empfehlenswerten Shops erwähnt. Und war ja auch damals relativ zufrieden, und ich habe mir eben jetzt für die Cola WM noch mal einiges an Colas dazu gekauft. Sprich, ich habe einfach, ich glaube, fast alles, was die an Colas im Shop hatten, einfach mal leer gekauft. Einfach weil der Versand aus England natürlich nicht ganz günstig ist, und somit habe ich gedacht, okay, somit ist es dann theoretisch am günstigsten. So. Was haben wir denn hier alles Lustiges? Hier haben wir einmal China Cola, China Cherry Cola. Die würde jetzt zum Beispiel in der WM rausfliegen, habe ich aber natürlich trotzdem mal dabei, einfach um zu wissen, wie es schmeckt. Jolt Cherry Bomb, die reguläre Jolt Cola, das wäre jetzt eine, die es nicht mehr gibt. Virgil's Real Cola. Von der Virgil's hatte ich jetzt vor kurzem auch das Root Beer probiert. Schmeckt typisch wie Root Beer immer noch nach Zahnpasta, aber das Virgil's konnte man zumindest mal trinken. Also die im Gegensatz zum A&W und zum Stars and Stripes, die wirklich schon sehr grenzwertig sind, da die sehr aggressiv sind. Aber trotzdem sehr interessant. Dann haben wir hier Boylan Cane Sugar Cola oder Cane Cola steht drauf. Auch eine sehr interessante Flaschenform vor allem. Dann hier einmal eine Double Cola. Und hier nochmal eine Cherry Cola von Sprecher, oder eigentlich müsste es Sprecher heißen, aber ich glaube, die Engländer sprechen das etwas anders aus. Woher kommt das überhaupt aus England? Ne, kommt natürlich aus Amiland. Ist ja logisch. Ja, aber sieht auch interessant aus. Dann Pop Shop oder Pop Shoppy Cola. Auch sehr interessant. Also, da werden ziemlich viele interessante Reviews bei rumkommen. Dann haben wir noch hier, das ist jetzt nur ein Soda, das ist Jolt Electric Blue. Sieht auch sehr interessant aus. Wenn ihr uns bei der Cola WM unterstützen wollt, also sagen wir so, ich habe im Cola-Forum, im Cola-Kult-Forum,
habe ich immer wieder die aktuelle Liste veröffentlicht, wie viele Colas gerade schon probiert wurden und so weiter. Wenn ihr andere Colas kennt, wo ihr sagt, okay, die sind wirklich geschmacklich außergewöhnlich, dann lasst uns das bitte wissen. Oder wenn ihr selber eine Firma habt oder was auch immer und sagt, hier, ich habe eine Cola, wollt ihr die nicht probieren, sind wir natürlich gerne bereit. Wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass sie irgendwie schon vorher aussortieren, weil wenn eine Cola letztendlich nur ein Coca-Cola-Imitat ist, dann ist das zumindest aus meiner Sicht nicht gut genug, um als beste Cola zu zählen. Weil wenn es nur ein Imitat von irgendwas ist, was es bereits gibt, ist es natürlich blödsinnig. Jetzt bei anderen Sachen, so was ich schon hatte, Fritz-Cola, Hachi-Cola, Gletscher-Cola, die sind wirklich geschmacklich nochmal was Eigenes, besonders jetzt Gletscher-Cola und Hachi-Cola. Die sind schon durch, die zeichnen sich durch was Spezielles von der eigentlichen Cola ab. Also zum Beispiel die Hachi ist eben mit Dattel gesüßt. Das ist ganz, ganz anders als das, was man so von herkömmlichen Colas kennt, ist aber trotzdem noch ganz klar als Cola zu deuten. Also wenn man es trinkt, schmeckt man trotzdem noch ganz klar eine Cola raus. Und ja, wie gesagt, wir sind aber für alle Vorschläge offen. So, jetzt, was haben wir hier noch? Fitz Coffee Cola. Nicht zu verwechseln mit Fritz. Dann Big Ben's Cola Soda. Also die meisten hier kommen alle aus den USA, auch wenn sie aus England bestellt worden sind, aber komischerweise, also die meisten deutschen Importläden, die irgendwie aus den USA importieren, importieren solche eher unbekannteren Sachen natürlich nicht und muss man halt leider den Umweg über England gehen. Hier, das ist was sehr Interessantes, das ist zwar keine Cola, aber das ist einfach so krass, dieses Zeug, das ist... Das gibt auf jeden Fall irgendein interessantes Video. Chocolate-covered maple-smoked bacon soda. Auf gut Deutsch. Das ist eine Limonade, die nach geräuchertem Speck schmeckt, nach Schokoladensirup und Ahornsirup. Wenn das nicht vielversprechend klingt, also muss ekelhaft sein. Gut, was haben wir hier noch? Jones Cola. Dann haben wir hier Chai Cola. Auch sehr interessant. Da, von der gleichen Firma hatte ich auf Wir probieren als Text Review schon die Espresso Cola. Beziehungsweise Kaffee Azteca hieß die. Die war auch sehr interessant, war aber für mich zu weit von der eigentlichen Cola weg. Dann haben wir hier nochmal eine Jolt Cherry Bomb. Dann Jolt Red Eye. Dann Red Cola Revolution. Sehr russisch angehaucht. Sehr interessant. Die meisten, also entdecke ich jetzt hier so vom, von den Deckeln, die meisten dieser Colas sind alle von Real Soda abgefüllt. Real Soda, das sind auch die, die die Nazi Cola abgefüllt haben und, wenn mich nicht alles täuscht, auch die Leninade. Filbert's Old Time Quality Cherry Cola. Auch sehr interessant. Dann hier haben wir nochmal eine reguläre Jolt. Nochmal eine Jolt Jerry. Und das habe ich mir auch noch gegönnt, weil ich das ist einfach so krass, dieses Zeug, weil das ist so absurd. Doc Browns Sellerie Soda. Das ist eine Limonade, die wirklich nach Sellerie schmeckt. Also so leicht nussiges Aroma. Völlig absurd. Aber gut. Jetzt muss ich mal schauen, ob da sonst noch was drin ist. Ja,
Jawohl. Also das muss man Cybercandy wirklich lassen. Der Shop ist wirklich 1A, was Versand angeht. Auch also sicher verpackt, ist bisher nichts zu Bruch gegangen. Wirklich kann man sich nicht beklagen. Und auch so sehr freundlich. Die hatten mir gesagt, dass zum Beispiel von der hier, da hatte ich eigentlich mehr bestellt. Aber da haben sie gesagt, da haben sie nicht mehr so viele und haben mir dann zumindest was anderes angeboten. Ist dann ganz praktisch. So. Ah, was haben wir noch? Auch wieder folgende Sprecher oder Spreacher oder whatever. Puma Cola. Mit einer ganz niedlichen Katze da vorne drauf. Sieht auch sehr vielversprechend aus. Bin ich gespannt. Und dann eine letzte haben wir noch. Ah, genau. Das ist eine Double Cola in der größeren Flasche. Sehr interessant, auch nur im alten Design. So. Ja, sollte genug Material für die Cola WM sein, zumindest mal für die Vorauswahl. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe vor allem, dass ihr Gefallen findet an der Cola WM. Ich bin wirklich guter Dinge, also ich denke mal, da werden einige Colas bei rumkommen, die vor allem unter der Masse noch recht unbekannt sind und die aber wirklich top sein werden. Also, in diesem Sinne, adios.